Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession im Forest mit dem Paraderos. Ein wunderschön. Hallöchen. Ja, wir haben ja beim letzten Mal, sind wir glaube ich hier frisch angekommen. Ne? Wir waren unterwegs, haben uns Sachen besorgt und genau, den Topf hatten wir uns besorgt und wir haben, ja, nachdem wir uns verabschiedet haben, festgestellt, wir müssen noch speichern, deswegen haben wir uns mal schnell ein Bett gebaut, das zweite ist noch nicht ganz fertig, weil ich der Meinung war, dass wir Rehfelle brauchen, aber das Bett wird mit Hasenfellen gebaut, aber Hasen laufen ja hier zu Genüge rum, das kriegen wir noch fertig, auf jeden Fall. Ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal was zu essen machen und was zu trinken nehmen, Wo ist denn das Wasser? Da unten. Gleich erstmal den Topf benutzen. Uff. Ich hab ein Krokodil. Oh nee. Wir können das Wasser hier gar nicht nehmen. Haben wir noch einen See in der Nähe? Mist. Schnell, ich hab's. Ach, hier ist ein See. Na wunderbar. Hä? Aha, jetzt haben wir. Einmal Wasser nehmen hier. Sehr schön. Oh, hier ist auch ein Wildschwein. Ich hoffe. Oh, hier ist noch ein. Oh, Alter! Oh, lass mich in Ruhe! Das Wildschwein will auch was von mir. Kann ich erstmal in Ruhe was essen und trinken? Verdammte Axt hier. Wo ist es? Ich hab perfekte Übung. So, jetzt kann ich mich dem auch mal nähern. Da ist noch so einer. Ja, geht hier voll ab. So, wirst du direkt gebraten, Wildschwein. Das hast du davon. Dein Freund guckt da schon zu. Würdest du mir deiner Stelle überlegen? Lass mich in Ruhe. So. Alter Schwede. Ja, dann gönne ich mir mal ein Stück Fleisch. Was kann ich aus. Aus. Rehfell? Aus Rehfell, ich hab. Du kannst dir die Sachen aufs Tuch legen und dann kannst du auf dieses Zahnrad gucken. Was du dir damit craften kannst. Damn. So, also ich bin erstmal wieder versorgt. Ein Träumchen. Keine Federn und nix. Ja, was haben wir überhaupt? Was ist hier? Ich habe den Stockbeutel. Was habe ich denn hier noch? Rehfell. Kann man denn da alles mit kombinieren? Wasserschlauch und Wasserschlauch wäre nicht schlecht. Dafür bräuchten wir aber ein Seil. Das könnte ich mir mal eben machen. Ein Wasserschlauch kann nämlich mal nicht schaden. Ja, perfekt. Das ist ja mal cool. Eine Sperrtasche? Ich wüsste nicht wofür. Und ein Wärmeanzug auch erstmal noch nicht. Schädel habe ich noch, ein paar Knochen. Knochen baue ich mir nochmal eine Rüstung, die ich gerade brauche. So. Haben wir eigentlich. Wir haben geschlafen beim letzten Mal, ne? Glaube ich. Siehst du mich? Ja. Was hast du dir gebaut? Kannst du schon keine Echsen heute mehr tragen? Jetzt kann ich sie noch. Ah, hast du. Ja. So. Was hast du hier daraus gebaut? Sieht das cool aus? Tarnrüstung, ach so, mit Blättern. Ah. Voll geil. Jetzt kann ich jagen.
Ja. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge Bäume, wa? Ich habe 2 Echsen. Oh mein Gott. Ich habe Echsenfleisch. 2 ganze Krokodile. Ja, wir müssten. Soll ich nochmal so ein Gerüst bauen da, Ja, aber oder? wenn dann irgendwo hier schon drin. Jetzt ist nur die Frage, hier draußen? Wir können es ja hier draußen kurz irgendwo auf die Bauen wir Veranda. noch ein Vordach hier, so ein kleines, für damit unser Essen geschützt ist. Kann man machen. Bauplan war hier. Setzt du so ein. Oh, was habe ich denn da? Vielleicht treffe ich ihn. Eine eigene Wand. Na, das war ja mal daneben. So. Mit zwei Fenstern hier drin. Und wie kriegen wir jetzt ein Dach da drauf? Mit eigenem Boden, glaube ich. Wozu ich irgendwie wahrscheinlich da oben drauf müsste und wir müssten das erstmal fertig bauen. Okay. Dann setzen wir nur so ein Gerüst hin, Ja, hier sind dass ein ich mein paar Fleisch Trockengestelle. wegkriege. Vielleicht treffe ich ihn jetzt. Yeah! Vorm Haus aus. Habe ich keine Stöcker? Nö, habe ich nicht. Läuft bei mir. Ich habe Stöcke. Jede Menge. Ich hoffe, das passt so, was ich hier gerade bastel. 3 Stück waren es. Toll. Hat sich ja gelohnt. Ja, dann gehe ich mal mit Stöcker sammeln. Wir brauchen doch nur 2, oder? Blöd ist, wir sollten die jungen Bäume hier nicht kaputt kloppen, weil sonst haben wir bald kein Holz mehr. Ja, ich habe nur den ganz nahen genommen, weil ich 2 Okay. brauchte. Heißt, wir haben jetzt ein Gestell fertig? Jawohl. Okay, ich habe nämlich auch noch irgendwas zum Aufhängen. Schade. Da läuft ja der Lurch. Ist das auch noch essbar? Es sieht zu dunkel aus. Ah, ist noch essbar auf jeden Fall. Also zu essen haben wir auf jeden Fall genug hier. Na Gott sei Dank. Das sollte uns erstmal nicht zum Verhängnis werden. Dann gehen wir nochmal ein paar Bäume kloppen auf jeden Fall. Ich nehme den Schlitten mal mit. Der andere ist ja noch kaputt. Was auch ziemlich doof ist. Der immer noch da reingepackt, oder? Ja. Jetzt fäll ich einen Baum, oder? Und wenn du Hasen siehst, machst du auch Hasen platt. Okay. Da ist ein Hase. Oh, ich habe gerade einen Blaubeerstrauch kaputt gefahren. Jetzt habe ich hab hier eine Keule aufgenommen. Na toll. Will ich doch gar nicht, so Mist. Brauchen wir ja nur erstmal ein paar Baumstämme. Wir werden auf jeden Fall noch gut zu tun haben. Das auf jeden Fall. Und ich habe schon wieder Sachen gesehen. Alter Schwede. Uiuiui, uns erwartet noch ganz viel.
Nicht verraten. Nee, mach ich auch nicht. Für ein Wildschwein. Das sehe ich auch. Aber wahrscheinlich ein anderes. Ja, wo wir was hinbauen, müssen wir sowieso mal gucken, dann irgendwie halt so, ne? Die Schildkrötendinger können wir auch irgendwo noch aufbauen demnächst, damit die sich dann auch füllen, wenn es mal regnet. Haben wir doch, ne? Ja, ich habe einen Panzer. Das ist, ja, ich müsste auch noch irgendwann rum. Ja, irgendwo habe ich auch noch einen. Ja, habe ich auch einen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das alles gestalten und machen und tun. Das ergibt sich dann hoffentlich mal bald. Weil ich sag mal, Lager brauchen wir ja auch irgendwann mal, ne? Gestöcker, Steine und so weiter. Stimmt. Aber da weiß ich jetzt gerade nur, also ich hatte jetzt noch gerade nicht die Idee, wohin damit. Okay, ich sag mal, Baumaterial oder sowas in der Hütte? Nee. Würde Ne, ich ich das würde Ganze gern irgendwie nochmal aufgeben. so einen kleinen Schuppen daneben irgendwie bauen, ne? Holzschuppen, Steineschuppen. Ja, am besten nochmal eine Hütte, die genauso groß wird, nur einetagig, wo die ganzen Lager drin sind. Ja, aber Essen würde ich schon oben irgendwo. Ja, Essen auf jeden Fall, das brauchen wir ja. Essen ist wichtig. Ich glaube, vom Essen kann man nie genug haben. Ja doch, wenn es weggammelt, dann haben wir genug. Aber ich glaube, auf den Trocknungsgestellen kann es nicht mehr weggammeln. Ich glaube, das bleibt immer genießbar. Glaube, das ist wie so eine Art Pausetaste. Das nur, wenn du dir das Getrocknete wieder in die Tasche steckst, dann kann es wieder weggammeln. Sind diese Bäume hier schon ausgewachsen oder soll ich die noch stehen lassen? Ja, lass sie noch Weiß, stehen. ja, ich weiß nicht, wie viel Holz die rausgeben, wenn die so klein sind. Ob sich das Ja. lohnt. Ist ja nicht so, dass ich keine anderen Bäume sehe. Aber wird langsam kahl um uns herum hier. Oh ja. Geht schon noch. Ein, zwei Bäume stehen noch. Kettensäge wäre toll. Ich glaube, wir sollten vielleicht gleich tatsächlich nochmal so einen zweiten Schlitten bauen. Da einer ja kaputt ist, blöderweise. Wäre schön, wenn man den da wieder rausbacken könnte, irgendwie, aber wird garantiert nicht funktionieren. Hoppala. Hast meinen eigenen Baum auf den Kopf gekriegt. Ich habe keine Ausdauer. Bist du noch da? Hallo? Hör dich nicht mehr? Ich glaube, er hat irgendwie gerade kleine Probleme, der Paraderos. Also ich höre ihn nicht mehr und ich sehe ihn da hinten irgendwie komisch rumlaufen.
Wir warten mal ab, was passiert. Ja, offensichtlich ist er rausgeflogen.